Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, willkommen zu meinem Reingeschaut in Spider-Man 2. Ja, es ist soweit, heute ist Release-Tag und ohne groß zu reden, ich will das Spiel unbedingt spielen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich mochte den ersten Teil schon sehr gerne und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und ja, wie gesagt, ohne groß zu reden, legen wir los mit Spider-Man 2. Let's go! Da, da, da. Wie lange der Stream geht, das weiß ich noch nicht genau. Ich schau dann einfach mal. So. Los geht's. Hier müsste alles laufen. Jo. So, es ist, wann kam mit Teil 1 raus? Ich glaube 2018 kam, glaube ich, Teil 1 raus. Und als freundlich. Erstmal gucken hier. Kampferlebnis wünschen. Spektakulär, nette Nachbarschaft. So, lassen wir mal auf normal. Grafikeinstellungen. Geklettet, 120 Hertz. Müssen wir mal auslassen, weil ich glaube, das hat mein Monitor leider nicht. Der hat nur 60. Oh, was ist hier los? Stimmt gerade was nicht. Dasselbe Problem hatte ich schon mal gehabt. Warte mal. Ich starte, glaube ich, nochmal neu. Ja, das ist, liegt irgendwie an dem Spiel oder so. Ich weiß es nicht. Moment. Wir schauen nochmal nach. Schauen wir mal, das hatte ich nämlich letztens bei Lies of P auch gehabt. Den Quatsch. Ja, ich kann es halt auch nicht wegdrücken. Macht einfach mal ein neues Spiel. Wir lassen das jetzt mal so. Okay? Let's go. Möchtest du eine Zusammenfassung der Ereignisse ansehen, die zu diesem Moment geführt haben? Ja, wir schauen uns nochmal die Ereignisse aus dem ersten Teil an. Und schauen wir mal. Let's go. Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker, bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ, ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern, meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht.
Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Ja, schöne Zusammenfassung. Hat mir gefallen. Ja, man sollte natürlich, wenn man das Spiel spielt, Spider-Man 1 und Spider-Man Miles Morales gespielt haben. Da wird nochmal von beiden so ein bisschen die ganze Geschichte nochmal besser erklärt, wenn man es selber spielt. Sollte man auch unbedingt gespielt haben. Und ja, in dem Teil ist das Neue, man kann zwischen Peter und Miles hin und her wechseln. Das ist neu. Und das soll wohl dank der PS5 verdammt schnell gehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Und ja, wir sehen ja schon was am Ende... Ja, ich werde euch den Spoiler nicht wegnehmen, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt. Also, legen wir los mit Spider-Man 2 für die PS5. Nur für die PS5. Vor 2 Jahren. Mal Spiel ein bisschen lauter machen. Wir sind bereit. Alles okay? Hoffe, das geht so. Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Danke für die Info. Niemals werde ich dich gehen lassen. Heute. Ah ja, ich finde es schade, dass Peter ein neues Redesign bekommen hat. Diese aber, Glocke okay. Hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Also sieht ein bisschen komisch aus im Vergleich zum ersten Teil. Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Ach, echt? Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort... Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Wir haben sogar jemanden im Klassenraum, der bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge L der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Sandman. Ich bin sowas von gefeuert. Oder? You'll never just know.
wir dürfen endlich schwingen. Jawohl. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Beste Art, sich vorzubewegen in der Open World Spiel. Können wir eigentlich auch mal gucken, ob wir die Karte schon haben. Das ist nämlich auch neu, im Vergleich zum ersten Teil hat sich die Karte erweitert. Im ersten Teil hatten wir nur links Manhattan. Und jetzt ist noch, ja, mehr dazugekommen. Okay, machen wir weiter. Ich glaube, das Lied, was gerade im Hintergrund läuft, ist 100%ig GEMA geschützt. Hey MJ! Hey Jungs, ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat sich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann! Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Kommt man gar nicht groß zu reden bei dem Spiel hier. Ich finde es halt überhaupt schade, dass sie es nicht als Koop-Spiel gemacht haben. Das wäre auch witzig gewesen. Einer spielt Peter, einer Miles. Das wäre auch witzig, echt. Achtung! Alles okay? Ja! Ich glaube, wir haben ihn! Marco! Das ist wirklich Sandman. Aua! Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack. Geht schon gut los. Wie ist der Plan? Blick ihn ab. Ich hab die Idee. Oh Mist. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Du kommst kaum hinterher, hier ist alles zu verfolgen, hier, wie schnell das geht. Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! Benny Marcos? Ich wünschte, ich könnte das... Komm zum Tutorial, komm! Hab ihn abgesetzt! Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat! Kein Einzelfall! Nicht schlau. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt! Was dumm! Das kann er! Offensichtlich! Ich brauche dich! Mr. Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans! Natürlich! Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Wärmer. Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Ein Spider-Feuer. Greife an und verteidige, um Fähigkeiten wie Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden.
Aha. Das klappt. Ist neu. Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Ui. Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Flieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Jetzt spielen wir mal jetzt, wa? Sandman! Wenn ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Hm. Hallo? Vor. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Die Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Das hat gesessen. Sind wir übrigens mal. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Füge sind mein Schatz. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu! Hat hier jemand Wasser bestellt? Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Ja, dass Batman nicht der Hauptbösewicht ist, also ist das bestimmt nur fürs Tutorial gedacht. Bericht.
ist Spider-Man! 100% Regenrisiko! Genau da wollen wir ihn haben! Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Okay, jetzt brauchst du noch nicht. Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Blätter weiter. Wir sind fast da. Das ist Freude. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Wenn im Schlag. Das Gerät aus der Kontrolle! Pete, was ist passiert? Bin draußen gelandet! Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Ganz egal, mittendrin Wasser finden. Wo bist du, Pete? Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Das ist deine Fokusbalken. Wenn du einen vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Fülle deinen Fokusbalken, indem du angreifst und verteidigst. Immer weiter, Miles. Heilen. Okay. Ich habe nur eine Heilung. Moment. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Sieg ihn nicht anknecht. Finisher sind verheerende Angriffe, die mindestens einen vollen Fokusbalken kosten. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst und ihn ausweicht. Okay. Oh, warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ma, alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Weckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, mijo. Das Kämpfen geht auch immer flockig. Wie man schon sagte, New York braucht uns. Wie viele kommen denn da noch? Ich muss mir was überlegen. Ich würde meinen Aufsatz lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf! Der Tank gehört uns! Guck mal, viele. Jetzt gehört er ihm! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Wer will mich fressen?
geben wir ihm lieber was zu trinken. Ja, Sand und Wasser. Haben wir es geschafft? Ich denke nicht. Nein. Mit den neuen Spielzeugen. Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Oh, das neue Feature. Drücke Dreieck für Netzflügel. Jetzt können wir nämlich fliegen. Das ist cool. Die Netzflügel. Sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Miles! Ja, das war gut. Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie mich treffen, aber Sandman ignoriert sie nicht. Der. Auf die ganze Schusshaft? Irgendeine Idee? Nein. Ja. Die Klasse ist wieder vereint. Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder einen verheerten Finisher auszuführen. Ja. Das haben wir gelernt. Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Ich soll der Blitz treffen? Hältst du das aus? Finden wir es raus! Du bist dran! Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Weiter, mehr Spaß. Jetzt oder nie, Spider-Man. Auf geht's. Warum gibt ihr nicht einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen. Ein Auftakt. Ich hab Sand. Überall. Das ist nasser Sand. Ja. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen.
meint er wohl damit? Uns holen? Vor 6 Monaten. Da bin ich noch mal kurz weg für euch. Das Alter macht dich langsam, Sergej. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Das war der Hauptgegner von Spider-Man 2. Kraven the Hunter. Schöner Start. Kann man nicht meckern. Die App spinnt. Pete, siehst du das? Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Alles voll Sand. Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Ja, 3 Ziele. Bin unterwegs. Zum Punktschwing. Ja. So ein Chaos. Marco, es ist in dich gefahren. Ha, witzig, wenn man vom Wasser getroffen wird. Gefunden. Ich komme. Sekunde. Alles okay? Jetzt schon. Danke. Spider-Man, der Chief braucht dich. Entschuldigung. Spider-Man, hast du Zeit? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Räum mir das Hindernis. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Hast du dir was vorgenommen? Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Ah, seit 2 Minuten oder so.
sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Das gab's im ersten Teil auch so ähnlich. Ein neues Starter führt hier eine Umweltstudie durch. Ah, der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Okay. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Eine Drohne. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. Also viele, viele Nebenmissionen. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du? Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Sammle Netzwerkdaten für Bonus-EP. Ohne Start. Ey, ja, schnell. Boah. Das lässt sich gar nicht so einfach steuern. WTF? Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Okay. Aufstieg. Level 2. Ein Fertigkeitspunkt. Gesamt 6. Fertigkeitsmenü öffnen. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Das ist der gemeinsame Fertigkeitsbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beide Helden nutzen können. Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitsbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitsbaum. Aha. Spider-Peitsche, ein Angriff, der mehrere Gegner in einem Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitspunkt aus, um diese Fertigkeit zu kaufen. Oh, sieht nett aus. Zack. Du hast die Spider-Peitsche gekauft. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt und Gegner besiegst. Mhm. Wir haben aber noch 5. Spider-Storm. Oh, nicht schlecht. Das ist Fragezeichen. Was gibt's denn bei Miles? Den Venom-Sprint. Können wir auch lernen. Venom-Schlag, Venom-Sprung. Das sieht auch witzig aus. Was können sie gemeinsam? Katapultsprung. Das sieht gut aus. Looping. Okay, was ist neu? Netzpeitscher? Da weiß ich gar nicht, was man nehmen soll hier. Kombo auffüllen. Parieren, entwaffnen. Das erfolgreiche Parieren des Angriffs eines leichten Gegners bewirkt, dass er alle Waffen fallen lässt. Das nehmen wir. Parieren, Netzschuss. Wenn du einen parierten Gegner einspinnst, fliegt er als Reaktion darauf zusätzlich nach hinten. Aha. Ja, gute Frage. Wir nehmen mal den noch. Was haben wir hier noch? Tornado. Ah. Oh, man muss sich wohl entscheiden, was man nimmt. Ah ne, der braucht 2 Punkte. Ah. Da braucht der ja auch 2. Okay, verstehe. Na gut, dann nehmen wir nochmal hier. Dann nehmen wir das noch. Okay, mehr haben wir nicht. Da, eine Verbrechensmeldung. Davon gab es im ersten Teil auch schon genug. Gehen wir doch mal dahin. Oh. Ich kann jetzt auch hier Netzflügel aufmachen. Na los, auf geht's. Na los. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus.
Na los, aufladen! Die ganze Stadt ist voll mit Kriminellen. Er ist hier! Zerquetscht! Er hat viel gedrückt halten für Luftschleuder. Waffendiebstahl? Nicht mit mir! Das ist an dem Plan! Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Genug gespannt! Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Wie einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Du stoppst uns nicht, Spider-Man. Hey, das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Ah. Ja, keine Chance gegen Spidey. Was war's? Das waren viele. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Navigiere zum Höhenfluggerät. Gib Technikteile aus, um den Höhenflug zu kaufen. Du hast den Höhenflug erhalten, besieg Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Höhenflug. Aha. Mit R1 und Dreieck. Du bist uns im Weg! Ja? Eine meiner Superkräfte! R1 und Dreieck. Leute, okay. Meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Für eine Minute. Melde mich. Oh Mann, ob er sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht meins. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Schaffen wir ihn aus! Ich sehe gerade, ich bin bei euch über der Karte. Hm? Weißt du, nach links wischen, um FSND-App zu. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Jetzt können wir das erste Mal wechseln zu Miles. Soll ja schnell gehen. Aber wahrscheinlich, weil es jetzt halt das erste Mal ist, geht's nicht so schnell. Da drüben. Ja. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Als R2X drückt halt um Lust. Erstmal ein Sprung. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich hab Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Haha! Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Das Schwingen macht schon sehr viel Spaß in dem Spiel. War beim ersten Teil schon ziemlich cool gemacht. Sturzflug. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand?
Wollen wir den Sandhau. Okay, ich sehe den Starter. Schwer. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. So, ich bin immer noch über eure Karte, gell? Jetzt kapier ich's. FRND. Lass mich raten. Das ist blöd. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Warten, bis die Karte da ist. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Ist gar nicht so einfach, das Ding zu fliegen, Junge. Also, passt. Aber hey, nur eins verpasst. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Jetzt ist die Karte da. Verbrechensmeldung. Mal ein bisschen alles kleiner. Klar, bin unterwegs. So, denke ich mal. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum müsst ihr die Karte unbedingt sehen? Nee, oder? Ist eigentlich egal, oder? Mach mich mal so. Ist auch nicht so wichtig, die Karte da unten. Guck da selber nicht drauf. Naja, er hat ja auch die Flügel. Oh, das ist schon nice. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Als eher schnell tippen, um Netzschießen abzufeuern. Schlüssel weg! Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst! So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben! Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuten helft! Das ist ja Geisterspinne! Das ist bezweifelt. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn deine Spinnsinn rot wird, um Netz ausweichen und automatisch ein Netz auf deinen Angreifer zu schießen. Okay. Lieber das hier! Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Fies. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, war versprochen. Muss los! Es reicht! Zeit für die schweren Geschütze. Geschütze? Die Fähigkeiten sind schon cool. Großer Typ. Pariere erst kurz vor einem Nahkampftreffer, um die Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühere Parade ist weniger effektiv. Okay. Jetzt gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. Diese Art von Physik gefällt mir besser. Hey, nimmst du mich? Du sollst hauen. Okay. Der besiegt uns nicht. Schieß die Spinne! Schlechter Rat! Noch einer, der da. Okay, hab die App aktualisiert. Check das mal. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. In unserem Büro brennt es. Wir kommen nicht raus. Na dann, wollen wir mal helfen.
Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Wäre es sinnvoller, erst in die Schule zu gehen, weil ihr seid schon ziemlich lange weg von der Schule. Theoretisch. Spider-Man! Rette uns! Irgendein Kristall brach durch die Wand und hat eine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Da unten. Ja, von Sandman. Genug, Marco? Alter, was? Alles meine Kombo. MJ hier. Wollt mich mal melden. Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Ralph. Du bist vor mir. Aber ich habe so eine Ahnung. Moment. Lass mich mit seinen Ärzten reden. Bin ich echt sauer. Venom Schmetter. Hab mit den Ärzten geregelt. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Ärzte meinen, Markus Geist sei zersprungen. Also buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Kristall zerbrechen. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerung zu sein. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Nebenaufgabe. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Ein Typ steckt in einer verunglückten Limousine fest. Keine Ahnung, wo der Fahrer ist. Hilfe. Bin dran. So, sagt... Ach Gott. Sehe, wie riesig das geworden ist. Allerdings sehen wir auch, was wir alles zu tun haben in den jeweiligen Gebieten. Und es ist nicht wenig. Ja, ich sag mal so, das Spiel ist nicht kurz. Im Vergleich zu Miles Morales. Interessant. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Ah, das mit dem Fliegen ist echt cool gemacht. Das gefällt mir. Hey, bleib weg von der Limo! Das ist die Spinne! Auf ihn! Gedrückt halten für Luftreiser. Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen! Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Hat er mich echt getroffen? Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Ich sehe, was du nicht siehst. Entweder können wir noch den ihre Waffen wegnehmen. Aber das müssen wir erst lernen. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. War ja klar.
Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme! Von links! Hey, Spider-Man! Guck mal, wer da ist! Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Aber mit ihm kommen wir nicht so weit hoch. Sie haben mich entführt. Gegen meinen Willen. Ich war nicht Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Ja, das Doppelleben ist nicht einfach. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und das wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Schade. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, deinen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Spider-Man ist es nicht einfach. Abgeschlossen. So, und nach diesem kleinen Ding machen wir jetzt mal kurz eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder da. Hier auf Twitch und auf YouTube geht es dann wahrscheinlich dann in der nächsten Folge weiter. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt Pause. Und dann machen wir noch ein bisschen Spider-Man, würde ich sagen. Bis denn.